Geschätzte Damen und Herren, liebe Kinder, die da sind. Sie alle sind mitten in der Ferien auf Buchs gekommen für die Einweihung von unserem neuen Bushof. Sie haben alle den Sommer gern mit seinen wunderbar heissen Tagen. Besser kann man es fast nicht treffen. Als ich am letzten Montag mitten in der Nacht von meinen Ferien heimgekommen bin, geschwitzt wie heute, weil ein bisschen wehmütig auch noch, weil ich in Frankreich, wo ich war, noch viel länger ausgehalten hätte. Ein bisschen war ich auch verärgert, weil nämlich der TGV von Frankreich her noch ein bisschen Verspätung hatte und ich darum mit dem letzten Bus von Sargans auf Buchs fahren durfte. Als ich also in der Nacht um 1:02 da zu Buchs angekommen bin, dann haben meine Frau Kathi und ich einen riesigen Aufsteller erlebt. Als wir hier von Süden her mit dem Bus zu fahren gekommen sind, haben wir den beleuchteten Bushof gesehen, den neuen Bushof Buchs. Und der hat so fantastisch ausgesehen, da sind jetzt alle negativen Gefühle einfach weg gewesen. Es war Freude pur gewesen. Es war schön gewesen, so auf Buchs heimzukommen, sogar mitten in der Nacht. Allerdings, das ist etwas für Buchser Insider, 2 Minuten später, 1:00, sind dann die Lichter ausgegangen. Mich persönlich hat es in dieser Nacht auch noch ein bisschen mit Stolz erfüllt, als ich das gesehen habe, weil ich doch wirklich an vorderster Front hier mitwirken bei diesem tollen Bau. Geschätzter Herr Regierungschef-Stellvertreter Dr. Daniel Riesch, geschätzte Herr Regierungsrat Marc Mächler, Dr. Bruno Damann, geschätzter Nationalrat Walter Müller, geschätzte Frau Altnationalrätin Hilde Fessler, liebe Stadtratskolleginnen, Kollegen, liebe Kollegen Gemeindepräsidenten, geschätzte Kantonsratsmitglieder, geschätzte Mitwirker, Mitwirkerinnen, Mitwerker und Mitwerkerinnen am Bushof und dann natürlich vor allem auch liebe Buchserinnen und Buchser und liebe Gäste von nah und fern. Es ist selten, wow, ist das angenehm, es ist selten, dass die Realität besser ausschaut als die vorausgehenden Visualisierungen. Die Aussage ist nicht von mir, sondern die Aussage ist von der berühmtesten Buchserin, wie ich jetzt mal behaupte, von der weltweit bekannten Künstlerin Pippi Lotti Rist. Mich selber hat die Aussage von der Pippi Lotti Rist sehr berührt, weil sie nämlich sehr treffend und kurz auch meine Meinung, meine Gefühle in Wort fasst. Das filigrane Dach aus Beton und der neu gestaltete Bereich, der nur noch schöner wird, wenn die Bäume wachsen. Der Aussenraum, das ist ein echter Gewinn für Buchs. Und es ist wirklich so, in den Abstimmungsunterlagen sind die nicht annähernd so schön gewesen, wie sie jetzt in Natura sind. So elegant, wie sie jetzt sich da präsentiert. Unser Bushof, zusammen mit dem Bahnhof natürlich, ist die Visitenkarte für Buchs. Für Menschen, die bei uns ankommen. Wir sind stolz, damit auch ein klares Signal zu setzen. Ein Signal, dass wir Buchserinnen und Buchser der Weiterentwicklung unserer Stadt Sorge tragen. Ein Signal, dass wir Verantwortung als eines der 6 kantonalen Regionalzentren wahrnehmen und auch Zentrumsleistungen innerhalb der Region und über die engere Region heraus erbringen wollen. Ein Signal auch, dass wir uns in Buchs und in der Region weiterhin stark für den Verkehrsknoten und den Grenzbahnhof Buchs einsetzen werden. Und schließlich auch ein Signal, dass wir uns mit der Investition in den Bushof auch für die Entwicklung der kantonalen wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete in Buchs weiter engagieren werden. Die Stadt Buchs gibt als Energiestadt Gold mit ihren grossen Eigenleistungen für den Bushof auch ein klares Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr ab. Die Anknüpfung von der Buslinie aus dem Toggenburg, aus Liechtenstein,
aus dem Rheintal unten runter, von Sargans oben runter und natürlich auch von unserem Ortsbus, der zwischen Krabs und Bux verkehrt, an diese Bahnlinie Paris-Wien, ja, wir sind genau in der Mitte, und an diese Bahnlinie St. Gallen-Chur. Diese Anbindung ist uns extrem wichtig. Wir tragen damit sicher auch zur Weiterentwicklung des erfolgreichen Hightech-Cluster Alpen-Rheintal bei. Die gute verkehrliche Anbindung, Erreichbarkeit und das urbane Umfeld, das Buxi jetzt doch in ländlicher Umgebung immer mehr zu leisten versucht, das sind Stärken. Mit denen können wir Menschen in der Region behalten, da sind wir überzeugt. Mit denen können wir aber auch den Zuzug von Fachkräften außerhalb der Region und international fördern und vereinfachen. Ohne die klare Zustimmung von der Buxer Bürgerschaft zum 12,8 Millionen Kredit wäre der Bau aber auch nicht möglich gewesen. Vielen Dank darum auch jetzt nochmal allen Buchserinnen und allen Buchser. Finanzielle Beiträge vom Bund sind ermöglicht worden dank dem Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein. Der Verein Werdenberg ab Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein hat nun darum können erfolgreich gesucht zur Mitfinanzierung einreichen vom Bund, weil alle Werdenberger, alle Liechtensteiner Gemeinden dabei gewesen sind, plus noch Sargans, weil das Land Liechtenstein dabei gewesen ist und weil der Kanton St. Gallen dabei gewesen sind. Wir sind lange Jahre gemeinsam unterwegs, jetzt schon als Verein, Agglomerationsprogramm, und das ist jetzt eines der ganz greifbaren Resultate, die aus dem resultiert. Danke allen Mitwirkenden. Heute hört die Welt nicht auf, es geht weiter. Ab Montag fahren die Busse hier über den Bushof. Die Bushöfe Nord und Süd, das wird dann im Anschluss an die Eröffnung heute, wenn der Bushof da funktioniert, dann wird der Um- und Rückbau von diesen zwei Bushöfen Nord und Süd angepackt. Also einfach, dass Sie da auch noch gerade wissen, das Projekt ist noch nicht ganz fertig, aber es geht weiter. Aber das Wichtigste, unser Bushof steht. Ich freue mich jetzt, dass ich zum nächsten Redner überleiten darf. Der nächste Redner ist der Dr. Daniel Riesch. Er ist Regierungschef, Stellvertreter vom Fürstentum Liechtenstein. Und unter anderem hat er auch das Verkehrsministerium unter sich. Stellen Sie sich vor, Montagmorgen, Viertel ab 6 Uhr im Busbahnhof. Der autonom fahrende Elektrobus fährt pünktlich vor und Sie steigen ein, laden sich zurück, loggen sich ins Wi-Fi ein und scrollen dort die News. Im Stau stehen oder selbst fahren, also so richtig selbst fahren, es ist etwas für andere. Was lang wie eine futuristische Vision gelungen hat, wird immer mehr zu der Realität. Die Zukunft kommt Schritt für Schritt auch in unsere Region. So zum Beispiel in wenigen Wochen, in 3 Wochen, um genau zu sein, wenn in Schaan das erste Mal auf öffentlicher Straße ein selbstfahrender Smart Shuttle unterwegs sein wird. Und ich bin sicher, dass die Zukunft noch mehr Revolutionäres für uns parat hat. Technologien, die wir bisher noch gar nicht kennen. Die Stadt Bux sagt aber auch mit der heutigen Eröffnung vom Busbahnhof, dass sie schon jetzt für die Zukunft gerüstet ist. Denn auch in Zukunft würden wir Knotenpunkte wie der Bahnhof Bux brauchen, wo die Leute umsteigen können, wo die Leute ankommen können und wo die Leute weiterkommen können. Liebe Projektverantwortliche und liebe Stadtbewohner von Bux, im Namen der liechtensteinischen Regierung gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu diesem wirklich tollen Projekt. Wir sind heute mobiler denn je. Fahrt in ein Nachbardorf, ein Besuch bei Freunden braucht heute wenige Minuten. Ein spontaner Ausflug in den Berg, kein Problem heute, entweder mit dem ÖV oder mit dem Auto. Und in wenigen Minuten kann unsere Wanderung schon losgehen. Wir sind heute gewöhnt, sehr flexibel und auch sehr spontan fortzubewegen. Vor allem
Dank dem sehr guten, ausgebauten öffentlichen Verkehr, den wir in der Schweiz, aber auch in Liechtenstein haben, ist die Flexibilität möglich geworden, auch mit dem öffentlichen Verkehr. In Spitzenzeiten stellt uns aber die Mobilität zunehmend für Herausforderungen. So kommen die Strasse und die Schiene bei den Spitzenzeiten mit der Infrastruktur an Engpässe. Unsere Verkehrsprobleme können wir jedoch nicht nur damit lösen, immer grössere und noch mehr Strassen bauen. Ohnehin haben wir dafür in der Schweiz und speziell vielleicht noch ausgeprägter im Liechtenstein gar keinen Platz mehr. Deshalb braucht es heute eine intelligente Raumplanung, mit der wir Siedlung und Verkehr noch besser, optimaler aneinander abstimmen. Außerdem soll das zukünftige Verkehrswachstum auch mit dem Fuß- und Veloverkehr können aufgefangen werden. Der Busbahnhof hier in Bux leistet als Drehscheibe einen wichtigen Beitrag an ÖV in der Region, um den zu stärken. Damit aber Bürgerinnen und Bürger das Angebot vom ÖV auch gut aufnehmen, braucht es auch eine attraktive Infrastruktur. Und ich glaube, mit dem Busbahnhof, den ihr jetzt so schön hier seht, haben sie es geschafft, ein Werk zu schaffen, wo sicherlich durch ihre Grosszügigkeit, aber ich würde auch sagen, durch ihre klar und geradlinige Formsprache überzeugt. Bux ist eine ganz wichtige Verkehrsdrehscheibe im Werdenberg, aber auch im ganzen Kanton St. Gallen. Bux hat mit der Bahn einen Grenzbahnhof und der Grenzbahnhof der verbindet uns mit dem Vorarlbergischen und mit dem Land Österreich. Der Busbahnhof hat jetzt die Funktion, dass die Drehscheiben auch funktionieren tut, dass die Gemeinden in den Regionen auch mit dem ÖV versorgt werden können. Von da aus geht man aber auch ins Toggenburg und ins Fürstentum Liechtenstein. Es ist aber auch wichtig, die kleinste Gemeinde von Europa, oder die kleinste Stadt von Europa wird durch diesen Busbahnhof angefahren und das ist Städtli Werdenberg. Der alte Busbahnhof war ein sehr schwieriger Bahnhof. Er war auch nicht einladend. Er hatte einen Durcheinander, man wusste nicht, gewusst, wo man einsteigen muss. Er war verstreut, hat lange Distanzen gemacht. Er hat auch dadurch Anschlussschwierigkeiten gegeben. Der heutige neue Busbahnhof, das ist eine Attraktion für die ankommenden Gäste, aber auch für die Abfahrenden. Es ist etwas Schönes, es ist einladend, wir haben eine Ausstrahlung, die in die ganze Region machen tut. Es ist auch ein positives Zeichen für den ÖV. Der ÖV braucht Attraktion, der ÖV braucht, dass die Leute umsteigen. Es ist für uns im Kanton eine grosse Hoffnung, dass es mehr Umsteiger gibt, dass der ÖV noch besser genutzt wird. Die Haltekanten sind jetzt schön bezeichnet. Wir sehen das, woher geht der Bus. Wir wissen, woher man gehen muss. Es ist aber auch ein kurzer Weg von der Bahn über zum Busbahnhof. Durch die Sperrung vom mobilisierten Individualverkehr haben die Busse nicht mehr Blockierungen. Sie können frei herfahren, sie können sich frei bewegen. Aber es ist auch eine grosse Sicherheit für Benutzer, die nicht mehr schauen müssen, ob noch Autos kommen. Für die Zukunft ist Bux mit dem Busbahnhof gerüstet. Es kann weitergehen, der ÖV kann sich steigern. Das Projekt für den Bushof und den Bahnhofplatz ist ein zentraler Teil, aber nur ein Teil von einer übergeordneten Gesamtplanung. Einer Gesamtkonzeption für die bauliche und strukturelle Entwicklung des ganzen westlichen Bahnhofareal, also auch das Areal hier anschliessend Richtung Norden, wo der Güterbahnhof zum Teil oder zum grossen Teil auch brach liegt. Die bauliche Entwicklung von dem sehr grossen Areal soll in Etappen erfolgen und die erste Umsetzung ist der Bushof und der Bahnhofplatz. Und für den Bushof sind vor allem betriebliche und funktionale Anforderungen unter den Hut zu bringen gewesen. Dabei ist das einzigartige, markante Dach vom Bushof
das neue Herzstück vom Bahnhofplatz geworden. Und das ist alles andere als eine alltägliche Konstruktion. Es handelt sich um vorgespannte Betonfaltwerke. Das gesamte Dach besteht aus vier Teilen oder vier Segmenten, die jeweils in der Mitte von vier schräg gestellten Stützen getragen werden. Das ganze Dach hat eine Fläche von 87 Meter auf 12,5 Meter und trotz dieser eindrücklichen Ausmaße ist das Dach dank der Vorspannung sehr filigran dimensioniert. In der Mitte des Dachs oder von den Dächern gibt es Öffnungen, durch die fällt das Licht direkt oder indirekt auf die leicht geneigten Flächen der Betondecken und auf die schräg gestellten Stützen. Und das Lichtschattenspiel, das daraus entsteht, gliedert auch die grosse Betonfläche und lässt sie sehr anmutig erscheinen. Die feine Konstruktion hat so etwas Pavillon, etwas um einen Pavillon und sie schafft auch einen Bezug zum Bergli entlang des Giessen. Und das ist sicher eine spezielle Besonderheit vom Buxer Bushof und Bahnhof, sozusagen der USP, der Unique Selling Point vom Buxer Bushof, nämlich jetzt nebeneinander einerseits vor intensiv frequentierter und genutzter Verkehrsinfrastruktur und andererseits auch von dem landschaftlichen Bezug entlang des Giessen und der landschaftlichen Gestaltung. Die Platzgestaltung entlang des Bach mit Bäumen, mit grosszügigen Sitzbänken und einem Wasserspiel mit Wasserdüsen soll zusätzlich sehr hohe Aufenthaltsqualität bieten. Und der Weg entlang des Bach ist ein weiteres Teilstück vom Giessenweg, wo jetzt im Moment bis zur Wiederstrasse geht, aber auch weiter nach Norden vorgesetzt werden soll. Auch eine übergeordnete langfristige Planung, die das ganze Stadtgebiet betrifft. Also interessiert sind, ob das auch wirklich funktioniert, kommen Sie morgen schauen. Kommen Sie vor allem morgen zur Nacht nach dem Eintunkel schauen. Sie werden auch begeistert sein vom beleuchteten Bushof Buchs.